Bekanntlich ist Fahrradfahren eine sehr, sehr effektive Möglichkeit, um Gewicht zu verlieren, sprich Kalorien zu verbrennen. Wer hierzu nicht nach draußen gehen möchte oder kann, der kann mit einem Ergometer das Ganze auch ganz einfach zu Hause umsetzen. Das Ergometer der Marke ISE ist ein sehr hochwertiges Gerät, welches wir in diesem Video einmal näher vorstellen möchten. Hierzu auch einfach nochmal unter diesem Video in die Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr den Link zum besten Angebotspreis, solange dieser gültig ist, und auch weitere Informationen. Das hochwertige Fitnessrad macht nicht nur äußerlich was her, sondern besticht auch durch seine hochwertige Verarbeitung. Auch haben wir eine Flaschenhalterung mit dabei und letztendlich hier besonders von Vorteil der Pulsmesser und die LCD-Anzeige, die das Training noch mal ein bisschen effektiver auch gestalten. Zudem ist das Ganze relativ leise durch den wartungsarmen Riemen, der hier ein Übertragungssystem bietet, das für eine reibungslose Energieübertragung sorgt und das Ganze relativ leise im Betrieb macht. Das heißt, gerade auch diejenigen, die zu Hause nicht den Nachbar beim Training stören möchten, können mit diesem Fitnessrad hier sehr, sehr gut trainieren, auch gegen Abend beispielsweise. Und die Belastbarkeit hier laut Hersteller bis 150 Kilogramm, also auch Menschen, die ein bisschen schwerer sind hier. Und das hier zum Einsatz kommende Schwungrad kann 18 Kilogramm Widerstand bieten. Das Ganze lässt sich aber natürlich auch stufenlos anpassen, sodass der Widerstand so eingerichtet werden kann, wie er zum eigenen Trainingsniveau eben passt. Entsprechend können auch Anfänger hier sehr gut zurechtkommen mit diesem Laufrad. Das LCD-Display zeigt bei diesem Indoor-Bike nicht nur die Zeit an und auch die Geschwindigkeit, sondern praktischerweise auch die verbrannten Kalorien, die zurückgelegte Entfernung und eben auch durch den Pulsmesser die Herzschläge und Handimpulsdetektoren können hier mit dieser Scan-Funktion alle nötigen Daten liefern. Der Hersteller sagt, das Fitnessbike ist vor allem für Profis gedacht, aber auch unserer Meinung nach können auch Anfänger hier sehr, sehr gut mit diesem hochwertigen Bike zurechtkommen, welches sehr, sehr standfest ist, auch durch die Füße unten und generell sehr wertig verarbeitet. Das schlägt sich zwar ein bisschen im Preis nieder, allerdings können wir sagen, dass dieser Preis hier durchaus berechtigt ist und ebenfalls hier von Vorteil, dass sich das Ganze auf den Rollen sehr gut in der Wohnung transportieren lässt und dementsprechend das Rad nicht geschleppt werden muss, wenn man es von einem Ort zu einem anderen transportieren möchte. Natürlich das Ganze auch höhenverstellbar am Lenker und auch am Sitz. Der Sitz ist insgesamt auch relativ bequem, wenn auch ein bisschen härter. Und ja, für kleinere Menschen, aber auch für größere Menschen bis zu einer Größe von 1,95 Meter laut Hersteller sehr, sehr gut geeignet. Der Hometrainer verfügt auch über einen 7-Level-Sattel, wie er sich nennt, und einen 5-Level-Lenker. Das Ganze auch gepolstert natürlich. Die Armlehnen am Lenker sind so gepolstert, dass das Ganze relativ bequem sich tatsächlich anfühlt und man auch länger unbeschadet trainieren kann. Und der Hersteller bietet auch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, beziehungsweise auch eine, also man kann es innerhalb von 30 Tagen zurückschicken und die 24-monatige Garantie auf Schäden hier auch mit dabei. Ja, weshalb wir alles in allem sagen können: ein sehr qualitatives Gerät, das Training zu Hause sehr, sehr einfach gestaltet. Es ist hochwertig verarbeitet und überzeugt letztendlich durch eine Preis-Leistung, die sich sehen lassen kann. Unten in der Videobeschreibung nochmal alle wichtigen Informationen und der aktuelle Link zum Angebotspreis aus unserem Preisvergleich.